Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück, ja, zu einem neuen Video einer etwas anderen Art. Und zwar möchte ich heute nochmal auf das DLC eingehen und euch mal, ja, das habe ich noch nie gemacht, ich bin jetzt selber gespannt, wie es denn wird, und zu euch mal so ein bisschen meine Meinung darüber sagen, wie ich das so finde, was ich gut finde, was ich nicht so gut finde, was sie hätten weglassen können, was sie hätten verbessern können, oder, oder. Wir fangen einfach mal mit den ganzen neuen Aufträgen, mit den CAO-Sachen an. Und ja, da starten wir einfach mal los. So, und da kann ich auch gleich hier stehen bleiben, und zwar die Assistentin. Ich finde es sehr gut, dass man die Assistentin hat, die einem einen Helikopter schicken kann, die einem die Autos wieder zurückholen kann, falls sie beschlagnahmt wurden und so weiter. Was ich allerdings nicht so gut finde, ist, dass es wieder ein Kontakt mehr auf dem Handy ist, der einem wirklich sehr oft schreibt und einem damit auch das Handy voll spammt. Weil ich denke mal, ihr kennt das, jetzt geht's gerade noch, jetzt sind es noch 5 Nachrichten. Aber das wird hier immer mehr. Und hier auch. Und wenn man wirklich aktiv ein paar Aufträge macht, dann wird das ganz schnell voll. Und ja, das ist so ein bisschen störend, finde ich. Aber es ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, also man kann damit schon noch, auf jeden Fall noch zurechtkommen. So, und da sind wir auch schon bei der nächsten Sache, und zwar die CAO-Aufträge. Meiner Meinung nach sehr gelungen, vor allem noch mit den 5 Lagerhäusern, da man hat hier ja wirklich richtig viel Platz, und ich finde das auch gut, dass hier so eine Übersicht ist. Man hat 14, ich habe jetzt gerade 14 von 555 Kisten, freier Platz 97% und so weiter. Finde ich sehr gut gemacht. Weil man hat ja so ein bisschen die Übersicht, ja, also man kann hier dann die neuen Aufträge machen und so und sieht auch hier nochmal, wie viel im Lagerhaus schon drin ist. Und meiner Meinung nach sehr gut gelungen, und da muss ich auch an Rockstar wirklich sagen, gut gemacht. So, die nächste, meiner Meinung nach, ganz coole Sache ist in dem Bürogebäude, dass man hier Fernsehen gucken kann, ist ja, kann man ja in seinen Apartments auch. Aber dass man hier auch, wenn man ja Wartezeiten mit seinen Kollegen hat, Don't Cross the Line spielen kann. Ich denke mal, die GTA Online haben uns schon mal in so einem Büro waren, haben das, denke ich mal, schon gespielt. Ist auf jeden Fall ganz nice, könnt ihr gerne mal reinschauen. Und ja, wenn wir einmal hier sitzen, ich finde das auch, also es ist jetzt nicht spielentscheidend, aber es ist auf jeden Fall ein ganz cooles Detail, dass man die Sitzposition ändern kann. Ja, also das finde ich wirklich, ihr seht schon hier, man kann sich dann anders hinsetzen, was meiner Meinung nach, ja, so ganz cool ist, ja, also man kann sich so ein bisschen entscheiden und je nachdem, wie man halt sitzen will, sich, ja, niederlassen. So, das weitere, meiner Meinung nach, sehr gelungene Detail ist, wenn man sich hier an den Tisch setzt, ja, wo hier diese Planung ist, wenn man sich hier hinsetzt, dann zieht er hier den Revolver und legt ihn so auf den Tisch. Meiner Meinung nach wirklich richtig cool gemacht. Es ist zwar, wie gesagt, alles solche kleinen Details, die nicht wirklich spielentscheidend sind, aber es ist meiner Meinung nach auf jeden Fall richtig cool gemacht. Und ja, geht's weiter zum nächsten. So, und da kommen wir auch schon zur nächsten Sache. Und zwar, ihr könnt aus dem Maze Bank Tower ja, wie ihr seht, rausschauen. Allerdings kann man von außen nicht reinschauen. Das finde ich ein bisschen schade, weil, ja, keine Ahnung, es wäre bestimmt cool, wenn man von draußen so sehen könnte, was die hier drinnen so machen und so. Wir haben das auch schon getestet, und zwar stand ein Kumpel hier drinnen und ich bin draußen am Maze Bank Tower hochgeflogen und ja, hab dann sozusagen an Höhe, also irgendwo hat er mich dann gesehen und hat dann gesagt, noch ein Stück und so, und dann stand ich genau vor dem und habe aber ihn logischerweise nicht gesehen. Und ja, das ist ein bisschen schade, das hätten sie vielleicht noch mit reinmachen können, dass wenigstens hier, wo das Apartmenthaus ist, man die Leute sieht. Allerdings ist es schwierig, wenn dann mehrere Leute in verschiedenen Apartmenthäusern sind, dann müsste man die ja sozusagen in verschiedenen Stockwerken sehen. Also es ist nicht ganz einfach, aber es hätten sie vielleicht auch irgendwie hinbekommen. So, und bleiben wir auch gleich nochmal hier, und zwar, was ich mich frage, guckt mal, wie lang der Raum ist, ne? Und es geht ja dann noch ein Stück weiter. Und was ich mich frage, der Maze Bank Tower an sich ist darin etwa rund, jedenfalls an den Seiten. In der Mitte ist so eine Büro oder so eine Wohnung möglich, aber ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass das auch am Maze Bank Tower Rand funktioniert, weil guck mal, die Wohnung ist doch, wenn man es so will, auf die Länge gesehen, schon ziemlich lang. Also
theoretisch müsste das ein bisschen abgerundet sein. Das ist auch so ein kleines Detail, wo man eigentlich nicht drauf achtet, aber ja, was schon, wenn man genau drüber nachdenkt, dann auffällt. So, das war es jetzt fast schon von den CAOs. Und zwar gibt es noch eine Sache, und zwar, wenn man Büro mit einem Fahrzeug verlassen tippt, kann man ja jetzt hier verschiedene Sachen auswählen. Zum Beispiel hier den Savage. Kann man jetzt hier auswählen. Wählen, 4000 bezahlt. Und schon haben wir einen Savage. Meiner Meinung nach ist das ganz gut, wenn man solche Aufträge macht. Allerdings ist es schlecht, weil jetzt hat wirklich jeder CAO in Savage. Das bedeutet, es gibt mehr Spieler in der Lobby, die ja, sich lustig finden, wenn sie dich mit einem Spam an Raketen, wie man das hier so schön sieht, belästigen bzw. abschießen. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich gut ist, weil, wie gesagt, es gibt viele Leute, die gerne die Leute nerven und ja, keine Möglichkeit dazu hatten. Jetzt mit dem neuen Update bezahlen sie 4000 und haben einen Savage. Ja, es ist eine gute Idee, dass man das für die Aufträge hat, aber ob das jetzt wirklich so sinnvoll war, weiß ich nicht. Es wäre cool, wenn man zum Beispiel einen Buzzard sich bestellen könnte, weil ein Buzzard, der spawnt überall. Oder andere Helikopter, die jetzt keine Waffen haben oder so. Das würde ich vollkommen in Ordnung finden. Aber so hat eben wirklich jeder zweite oder ja, wirklich jeder CAO so ein Savage. Und ja, es ist halt nicht immer ganz so toll, wenn dann alle mit Savage rumfliegen und nicht abschießen wollen. So, und da wären wir auch schon beim nächsten, was ich wirklich wieder mal sehr bemängeln muss, aber das ist meiner Meinung nach in GTA sowieso ein großes Problem, was auch viele Spieler ärgert, und zwar das Fahrverhalten der NPCs. Hallo Spieler, lass mich gut in Ruhe, dankeschön. Und zwar das Fahrverhalten der NPCs ist meiner Meinung nach sehr belastend. Ich finde das ja okay, wenn die mal die Spur wechseln oder so, aber wenn die dann wirklich an der Kreuzung konstant beschleunigen, also querfahren sozusagen, von rechts zum Beispiel kommen und dann noch schnell über die Kreuzung fahren und dann mitten auf der Kreuzung bremsen, ja auch sowas, der hat genau gesehen, dass wir kommen und fährt einfach. Das finde ich wirklich blöd, weil du willst ganz normal fahren, ja, bist vielleicht auf dem Weg irgendwo hin, mal schnell gefahren und ja, willst einfach nur von A nach B kommen und willst vielleicht auch angenommen zu einem Tuning-Treff oder so, wo das Auto wirklich ganz bleiben muss und hier auch sowas. Das ist natürlich klar, dass irgendwann mal ein Auto kommt, aber es ist ja ein Stoppzeichen und hier kam gerade ein Auto, das heißt, der hätte wirklich warten müssen. Also, ich erwarte ja nicht, dass wirklich überhaupt kein Verkehr die Kreuzung mal schneidet oder so, aber dass es ein bisschen realistischer vielleicht ist. Zum Beispiel beschleunigen die auch aus dem Nichts, wenn die von rechts oder links einbiegen wollen und schneiden dir dann sozusagen die Kreuzung oder also die Vorfahrt und man fliegt auf die Gusche bzw. bleibt eben mit dem Auto hängen oder so. Und ja, es ist realistisch, dass der Verkehr in der Stadt ein bisschen anders ist als wie auf dem Land oder so. Aber trotzdem ist es meiner Meinung nach noch ein bisschen übertrieben, das ganze Fahrverhalten. Manchmal ist es auch so, dass die einfach auf der Kreuzung stehen bleiben, ohne irgendeinen ersichtlichen Grund, wenn man angefahren kommt. Hier auch sowas. Was ist denn das? Ich meine, klar, es kann mal passieren, dass jemand mal die Kreuzung auf der Kreuzung wendet, aber es passiert komischerweise immer dann, wenn man mal kommt. Und ja, ich glaube aber, die haben das sogar schon ein bisschen gepatcht, weil es war am Anfang des Updates viel, viel schlimmer. Da sind die Fahrzeuge wirklich extrem beschleunigt, wenn man kam, und ja, das sah schon richtig unrealistisch aus eigentlich. Und ja, mit der Polizei ist das auch so ähnlich. Zum Beispiel kann es passieren, man läuft oder fährt ganz normal irgendwo lang, die fahren in dich rein und du kriegst einen Stern. Oder man kriegt einfach grundlos einen Stern, ne? Kann natürlich auch passieren. Hier, wieso fährt der hier so langsam? Das ist alles so Sachen, wo ich mir so frage, wieso denn? Ich mein, kann doch auch zügig fahren, ne? Und ja, mit der Polizei ist das ähnlich. Das Fahrverhalten von denen ist meiner Meinung nach auch ein bisschen komisch. Die übertreiben es gerne mal, wenn sie dann mit 100 km/h dich ja, erfassen. Und was mich auch noch nervt, das sieht man jetzt gerade gut, ist dieses Scheiß-Angerufe. Also sorry, aber das ist wirklich Abfuck.
Wenn man zum Beispiel, ich fliege ja gerne Hydra, wenn man Missionen macht oder Aufträge, CIO-Aufträge, ich fliege gerne in der Hydra. Und oder auch allgemein, wenn man mit Kampfhelikoptern fliegt. Wenn so ein Typ anruft, kann man den ja wegdrücken. Aber wenn man den wegdrückt, ruft er nach kurzer Zeit meistens wieder an. Deswegen mache ich es immer so, ich gehe ran und lege sofort wieder auf. So, das Problem ist aber, rangehen ist X. X ist schießen, das heißt, man schießt. So, und das ist schon mal so eine Sache, was wirklich stört. Also, ja, und auch mit den Anrufen, ich meine, die wollen ja eigentlich so gesehen nichts Wichtiges. Die wollen dir irgendwas erzählen von der Welt und das interessiert uns aber eigentlich überhaupt nicht. Deswegen würde ich es besser finden, dass wenn man irgendwelche Aufträge oder irgendwas wissen will, dass man die anruft und nicht die uns, weil die nerven wirklich. Und ja, ich denke mal, es geht vielen so, weil das ist wirklich was richtig Nervendes in GTA. Genau. Hier auch sowas. Na? Ich meine, klar, jetzt kam gerade die Polizei und der musste abbiegen und. Aber trotzdem. Ja, weiß ich nicht. Ob das wirklich so programmiert sein muss. Ich würde es besser finden. Ich meine, klar, wenn die so ein paar Abweichungen im Straßenverkehr haben, ist gut. Aber nicht so extrem. So, und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, und zwar die neuen Autos. Ich habe jetzt mal den Reaper und den FMJ, FMG, wie auch immer man das sagen will, hier stehen. Und an sich sind die Fahrzeuge ganz gut, die fahren sich gut, sie sind relativ schnell und ja, ich nehme sie gerne mal. Allerdings, was mich da wirklich stört und was ich wirklich bei fast jedem Update bemängeln muss bei Rockstar, und zwar sind die Preise. Und zwar für knapp 1,6 Millionen und 1,75 Millionen sind die Wagen schon relativ teuer. Und ich finde, meiner Meinung nach ist es zu teuer. Es ist mir klar, dass die ein bisschen Geld kosten müssen, aber ich denke mal, so mit ja, 600.000, 700.000 wäre das auch getan, weil ja, man muss die noch tunen, dann kostet das auch nochmal eine richtige Stange Geld. Ich denke mal, die erfahrenen GTA-Spieler oder die GTA spielen, wissen, was man in so ein Auto investieren muss, kann, je nachdem, bis es ordentlich oder relativ gut fährt und aussieht. Und das finde ich immer ein bisschen doof, weil, ja, keine Ahnung. Es gibt viele, die haben nicht so viel Geld. Und ja, ich finde, Rockstar Games könnte sich da mal ein bisschen zurückhalten mit den Preisen. Ich meine, klar, die wollen auch ein bisschen Geld verdienen, indem sich irgendjemand hier für echt Geld das Geld kauft. Aber ja, ich finde es meiner Meinung nach ein bisschen zu überteuert. Und aber das wird immer so sein, das weiß ich jetzt schon, weil die Updates beinhalten immer so ihre teuren Sachen. Ja, das können wir halt nicht ändern. Das kostet halt alles richtig cool. So, und zum Abschluss würde ich gerne nochmal so ein bisschen auf das Server-Making ja, eingehen wollen. Und ja, ich denke mal, hier, das ist sowas, wie ich vorhin gesagt habe. Hier das auch, ne? Er sieht genau, wir kommen. Und wir hatten sogar noch gelb, also wir hätten noch fahren können. Und wären wir ein bisschen schneller gewesen, was mit dem Ding nicht möglich ist, dann ja, hätte er uns gerammt. So. Also mit so einem Roller fährt man sicherer, als man denkt, weil man so schnell ist. So, also wegen dem Server-Making. Und zwar, ich denke mal, viele werden es kennen, es werden wahrscheinlich alle kennen. Als erstes mal die Ladezeiten, um überhaupt GTA Online zu betreten, beziehungsweise eine Lobby zu betreten. Die beträgt ja schon mal knapp, ja, 3, 4, 5 Minuten, je nachdem, was man für eine Connection hat. Und ja, das einmal so. Und wenn man dann Freunden beitreten will, weil man vielleicht zusammen CIO-Aufträge zocken will oder ähnliches, dann kann es passieren, dass entweder da steht, die Lobby ist nicht verfügbar, der Spieler nimmt derzeit an einem Job bei, was überhaupt nicht der Fall ist, dann der Spieler ist nicht mehr in der Lobby, was auch noch geht, die Sitzung ist gegenwärtig voll mit Spielern, sie werden eine Warteschlange zugeteilt, was auch wirklich schön ist. Und ja, es kommt sogar manchmal, dass die Sitzung voll ist, obwohl nur so 7, 8 Leute drin sind. Das hatten wir auch jetzt schon öfter. Weil wir haben jetzt aktiv GTA gespielt durch das neue DLC und so. Und ja, immer wenn man beitreten wollte, dann könnte es schon mal passieren, dass das mal so ja, eine Viertelstunde gedauert hat, bis man in die Lobby reinkam. Weil die jedes Mal angeblich voll war, obwohl dann nur 10 Leute drin waren oder so. Und das finde ich ja ein bisschen negativ an den Spielservern oder an den Lobbys, weil das sowas muss einfach mittlerweile funktionieren. Wir befinden uns hier nicht mehr in irgendeiner Anfangsversion von dem Spiel, sondern wir sind hier schon in einer fortgeschrittenen Version, sage ich jetzt mal. Und das kann einfach nicht mehr sein, dass man Serverprobleme hat oder ja, dass man einfach rausfliegt, obwohl man eine gute Connection hat oder so.
Das ist meiner Meinung nach einfach für so ein großes Spiel wie GTA sollte das echt nicht mehr vorkommen. Und es passiert relativ oft, muss ich sagen. Vor allem eben auch, dass man nicht beitreten kann und so, weil die Sitzungen angeblich voll wären und so. Und ja, das ist meiner Meinung nach nicht so cool. Was auch wirklich blöd war, kann man auf eine Art verstehen. Und zwar, als das DLC rauskam, war es ja so, dass alle wirklich, oder das heißt alle, aber viele GTA gespielt haben. Und das hat dazu geführt, dass die Server extremst ausgelastet waren. Man konnte nicht beitreten. Der Service war, also funktionierte nicht. Man konnte nichts speichern und so weiter. Wo ich sage, okay, ich verstehe es, dass Rockstar da ein paar Probleme hat, wenn auf einmal wirklich wieder haufenweise Leute das spielen wollen und nur maximal 30 Leute in die Lobby gehen. Aber trotzdem finde ich, müsste Rockstar da ein bisschen drauf vorbereitet sein, weil die sind so eine große, also es ist mittlerweile so eine große Spiele-Community, die GTA 5 online spielen. Da müssen die mittlerweile mal schalten und sagen, okay, wir stellen da ein paar Lobbys zur Verfügung, oder also die müssen das ja eigentlich irgendwie regeln können. Es kann ja nicht sein, dass nur weil ein DLC rauskommt, dass man da nicht mehr online spielen kann. Ich meine, nach ein paar Stunden ging es wieder, aber trotzdem, meiner Meinung nach, müssten die das eigentlich von Anfang an in den Griff kriegen und auf jeden Fall auch damit rechnen, dass das so ist. Aber ich will jetzt gar nicht weiter über die Server reden, weil ich habe davon auch nicht so viel Ahnung, wie das ist, ob man da einfach welche zuschalten kann oder ja, keine Ahnung. So, da würde ich sagen, war es das soweit schon von meiner Einschätzung zu dem DLC. Ich könnte jetzt noch über verschiedene Themen reden, zum Beispiel, was ich auch noch sagen wollte. Ich finde diesen Hafenschlepper, ich denke mal, wisst alle hier, dieses neue Boot, das ich auch gezeigt hatte, finde ich an sich ganz cool, ist mir allerdings viel zu langsam. Also, wir haben das Ding jetzt mal benutzt, weil wir eine Fracht ausliefern mussten, und das Ding, das kommt ja überhaupt nicht aus dem Knick. Also, das ist meiner Meinung nach zu langsam. Ich denke mal, da müssen sie noch ein bisschen was dran schrauben. Aber gut, das kann ich nicht beeinflussen. Der LKW ist ganz cool, also an sich hat das DLC viele coole neue Sachen gebracht. Und war soweit schon sehr erfolgreich. Hat ein paar Mängel wie immer und ein paar größere Mängel auch dabei. Aber ja, Rockstar wird da weiter dran arbeiten, hoffe ich, denke ich. Vermute ich. Und ja, da hoffen wir auf das nächste DLC. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir doch in den Bewertungen oder abonniert, falls ihr noch nicht abonniert habt, um nichts zu verpassen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.